2. Korinther, Kapitel 9. Denn von solchem Liebeswerk, das für die Heiligen geschieht, ist mir nicht Not, euch zu schreiben. Denn ich weiß euren guten Willen, den ich um euretwillen rühme bei denen aus Mazedonien und sage, Achaia ist schon voriges Jahr bereit gewesen, und euer Beispiel wurde vielen ein Anreiz. Ich habe aber diese Brüder darum gesandt, dass nicht unser Rühmen über euch zunichte würde in diesem Stücke, und damit ihr bereit seid, wie ich von euch gesagt habe, auf das nicht, wenn die aus Mazedonien mit mir kommen und euch nicht bereit finden, wir, um nicht zu sagen, ihr zu Schanden würden, mit dieser unserer Zuversicht. So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, fertig zu machen den von euch zuvor verheißenen Segen, dass er bereit sei, so dass es sei eine Gabe des Segens und nicht des Geizes. Ich meine aber das, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach dem Willen seines Herzens, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Wege volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und gegeben den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen reicht dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen reichen und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in Lauterkeit, welche durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn die Handreichung dieses Liebeswerkes füllt nicht allein den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über die Lauterkeit eurer Gabe an sie und an alle. Und in ihrem Gebet für euch verlangen sie nach euch um der überschwänglichen Gnade Gottes willen bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe.